Mit einer Stadt, ne? Sind wir da? Ist das die Richtung? Ah, das ist die Richtung. Ah, okay. Cool. Zwei neue Dörfer anscheinend. Steuern wir erstmal kurz jetzt linke an. Jetzt mal eine Kleine. Boah, schön. Ah. Also ich mag halt auch diesen Comic-Stil irgendwie, ne? Ist halt so ein bisschen... auch wieder so klassisch schrullig. Oh, was haben wir denn hier? Ein Marlin? Oh. Alles klar, Dicker. Alles, du hast Vorfahrt. Oh Gott, Alter. Oh nein. Und er passt nicht? Doch. Ich wollte gerade sagen. Ja, das war mal, der war groß. Der war groß. Ja, jetzt überleg mal, du bist wirklich mit so einer Nussschale mitten auf dem Meer unterwegs und dann kreuzt sowas, so ein Leviathan da deinen Weg, ey. Da ist doch, also da ist doch vorbei. Ja. So, was ist jetzt hier für ein kleines Badefloß? Was haben wir denn da? Ahoi, ein neues Gesicht, ein Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ich bin Reisende und Händlerin, alles im einen. Solltest du einen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn gerne ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sachen gerne durchsehen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Cool, eine fahrende Händlerin. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Ich will erstmal, was bringt der Marlin? 107. Sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, okay. Krabbenkörbe verkauft sie, alles klar. Was hat sie denn noch? Sag mal, hast du die Fotografin gesehen? Sie war vor kurzem an meinem Ponton. Sie hat eine teure Fotoausrüstung dabei, um Bilder von der örtlichen Fauna zu machen. Sie seufzt voller Bedauern. Ich wünschte, ich hätte eine eigene Kamera. Wäre es nicht toll, wenn man alles dokumentieren könnte, wenn man so, was man so macht? Ja, total toll. Man würde nie wieder etwas vergessen. Ja, oder immer sieht jeder, was du isst. Wie dem auch sei, sie sagte, sie wolle zu einer dieser kleinen Inseln Süden. Marktstätte. Oder Marktstätte. Wenn du in der Gegend bist, dann sieh doch mal nach ihr. Okay, alles klar. So, was hat denn die Werft? Was ist das? Oh, guck mal, sie verkauft auch noch so eine Forschungsteile. Nehm ich. Das nehm ich doch. Das nehme ich doch. So, wie sieht es denn motortechnisch? Ne, motortechnisch können wir auch... Wir könnten tatsächlich noch einen Motor einbauen. So, jetzt machen wir gerade 37. Warte mal, wenn ich jetzt... wenn wir uns jetzt diesen Motor noch dazu kaufen... bin ich um einiges ärmer, aber wir machen dafür 51,5 Knoten. Das ist ziemlich cool. Schön. So, okay, na dann können wir hier jetzt noch in unsere super neue Angel investieren. Und ja, was hat denn die Frage? Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Ja, okay. Brauchst du vielleicht Hilfe? Und Unterstützung? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meiner Reise finden, aber es gibt da ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Würdest du deine Informationen mit mir teilen? Klar. Ich kann dir gerne helfen. Großartig. Die Fische, mit denen, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanaal, Riesentiger, Salmler und Quastenflosser. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Hm. Was willst du wissen? Ja, dann erzähl mir mal was über den Riemenfisch.
Da der Riffisch einen langen, empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefen oder ruhigen Wasser lebt. Na, warte nur. vielleicht ja in der Nähe der Sturmklippen. Okay. Was ist mit den anderen Fischen? Erzähl mir etwas vom Pelikanaal. Ich weiß, dass Pelikanaale in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Um die zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Die haben wir natürlich noch nicht. Okay, erzähl mir etwas über den Riesentiger Salmler. Diese Fische sind wirklich ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Gewässern auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Was mit den anderen? Und der Quastenflossler. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung von dem Quastenflossler. Meine Fresse. Quastenflosser. Finden könnte. Aber die haben doch irgendwie etwas Urzeitliches an sich. Findest du nicht auch? Ja. Okay. Gibt's noch was? Was weißt du über Sturmklippen? Also da drüben liegt Unfell. Gleich gegenüber der Bucht. Eine trostlose kleine Walfängerstadt. Die Leute da brauchen immer etwas... gut für mein Geschäft. Die Einwohner sprechen immer zu über die Klippen. Die meisten fürchten sich. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hier bleiben. Manchmal dringt aus der Tiefe ein fernes Grollen. Ich bleibe hier nie länger als nötig. Gibt es noch was? Ja, bist du immer draußen auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es, unterwegs zu sein. Die Reise ist mir sozusagen wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel herum, was sehr schön ist, und ich treffe eine Menge Menschen, was aber nur manchmal schön ist. Gibt es noch etwas? Siehst du auf See manchmal seltsame Dinge? Seltsame Dinge? Jede Menge. Aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Sonst wird man ja irre, weißt du? Aber hey, wenn man etwas Seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr so seltsam. Oder vielleicht doch. Und noch dazu noch unglaublich gefährlich. Besser kein Risiko eingehen. So, okay. Wegen dieser seltsamen Fische, die ich für dich fangen soll. Achso, da habe ich leider noch einen Stern. Alles klar. Okay. Und ansonsten habe ich alles mit dir besprochen. Dankeschön. Ja, kleine süße Mädels sind immer die gefährlichen. Ja, ja. Ist sie überhaupt ein Mädchen? Ja, das würde ich sagen. Würde ich sagen. Die fahrende Händlerin. Okay, dann... Oh, warte mal, hier haben wir... Was haben wir da? Ist mal eine Flaschenpost? Nein, hinfort. So. Hui. Schnell weg. Kajüte und Nachrichten. Okay, Musiktrio aus Eichenholz. Zu einem Schnäppchenpreis erworben von einem Antiquitätenhändler in Kleinmark. Vorher geborgen aus einem unbekannten Schiffswrack. Auf der Unterseite wurde der Buchstabe J eingeritzt, davon abgesehen, dass das Stück im tadellosen Zustand. Wurde bisher nicht geöffnet, aus Sorge, den Mechanismus zu beschädigen. Muss noch vom Schlosser begutachtet werden. Hölzerne Maske. Geschnitzte exotische Holzmaske. Soll angeblich Glück bringen, sowie Fruchtbarkeit, gute Gesundheit, Reichtum, Regen und Schutz vor bösen Geistern. Eingetauscht gegen ein paar Socken. Und eine Kette einer Uhr. Ein paar Socken. Ah, mein Humor. 12-teiliges Teeservice. Na, das ist doch der Kracher hier draußen. Porzellan, 6 Tassen, 6 Untertassen. Erworben bei einem asiatischen Händler. Nicht benutzen. Glas mit Erde. Ein Einmalglas gefüllt mit Erde von einer Meteoritenabschussstelle. Angeblich. Aha. Okay, gut. Na dann, lass uns doch mal nach Unfell. Die alte Walfängerstadt. Wen haben wir denn hier? Okay, der passionierte Walfänger und Einwohnerin von Unfell. Gehen wir erstmal hier. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Na, ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten. Aber es gab da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meerall als besondere Delikatesse. Du würdest sie wahrscheinlich als verdorben bezeichnen. Aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich.
Normalerweise vergraben wir den Meerall in der Erde, um ihn reifen zu lassen. Aber unser Hund buddelt ihn dann aus und fressen ihn. Achso, die Hunde. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also einen reifen Meerall beschaffen? Ja, ich kann dir einen reifen Meerall besorgen. Danke. Du wirst großzügig entlohnt. Cool. Was noch? Was kannst du mir über Klippen erzählen? Vor vielen Jahren versteckten sich bei den Klippen oft Schmuggler und Piraten. Das Sprechen mit vielen Zungen geht ganz schön aufs Kehlköpfchen. Die Legenden berichten von zwei Piratenkapitänen, die die Sturmklippen als Verstecke nutzten. Es kam zu Zwistigkeiten und in der Folge zu einer blutigen Schlacht im Süden der Klippen. Sicher liegen dort immer noch eine Menge Wracks auf dem Meeresgrund. Beide Parteien gingen in der Schlacht zugrunde. Ihre Schätze sind bis heute nicht geborgen. Ich nehme an, dass sie ein Vermögen wert sind. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Ach, noch so viele Fragen. Wunderbar. Weißt du etwas über die seltsamen Typen hier in der Gegend? Hast du die Geschichte von Magrin schon gehört? Das war ein älterer, der alte Walfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wurden, mussten die Mannschaften immer länger auf See bleiben, um sie zu finden. Magrin war dafür nicht geschaffen. Er entwickelte eine widernatürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Er sagte, die Rolle habe ihm verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierte Fische verzehrte. Man begann ihn Magrin den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Nacht sämtliche Leinen und Netzen aller Boote zerstört worden waren. Und der alte Magrin war nirgends zu finden. Und er tauchte auch nie wieder auf. Ja, wo kann ich hier meinen Fisch verkaufen? Wir fangen unseren Fisch hier selber. Man muss keinen Fisch kaufen. Aber es gibt eine Fahnenhändlerin, ihr Boot liegt jenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles und sie macht auch Reparaturen. Ja, wo kann ich das finden? Oh, es ist nicht einfach mehr zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gerne in den Felsspalten der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen den Klippen wagen, um welche zu finden. Oh, ich habe schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt. Na toll, wird immer besser. Immer besser. Ah. Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Viel Glück. Noch was? Nein, denn deine Stimme strengt mich an. So, passionierter Walfänger. Was willst du? Gibt's denn hier Schiffswachs? Na, ist eigentlich aber keiner, dass ich noch bei Sturmklippen. Mein Bruder hat uns nicht stich gelassen, sondern ich habe mir fremde Klippen gezogen. Wenn ich mal anders nicht eigentlich beruhigt. Wegen dem Bart. Weißt du was von den seltsamen Vorfällen in der Gegend? Von was her? Was ich mit meinem letzten iPhone war, dass ich mir passiert, so wie ein Sturmklipp ein. Da ist ein Schiff vergangen vorbei. Schwere Packs. Ich hab's hier in Ordnung. Ja, ihr winken ist dann verboten. Heute so ein Riefen etwas. Aber ihr kann hier nicht verstehen. Ja, ich meine, nichts mehr von ihr her. Ja, was kannst du mir über Unfair erzählen? Unfair, eine Reifengestalt. Also lange her. Die frühen Jahre, das Ergebnis der Tiere macht sich ja rechts ins Werk. Ach, das passt ja egal, als ich Reifen zu machen. Und sie hören jetzt an. Das ist recht krank, so in einer Kerze. Ja, da, denn man sieht sich. Okay. So, dann wollen wir erstmal mehr Aal hier besorgen, hier für die gute Dame. So, was ist das? Sieht nicht nach mehr Aal aus, vor allem kommt er erst nachts raus. Das ist ja nur noch beschissener. Was ist denn hier vorne? Was haben wir denn hier? Ein alter Mann taucht aus einem verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu. Sei gegrüßt. Ich bekomme hier einen Stoffbesuch. Was ist dein Begehr? Hier scheint es nicht sicher zu sein. Warum lebst du hier? Hi, hab ich ja wohl lange ausgehalten, um ehrlich zu sein. Habe ich meine Situation neu überdacht. War hier lang und glücklich.
Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben. Bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land. Umgeben von zitternden Felsen. Ich könnte dir helfen, Hohenfeld zu ziehen. Ja, so einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Hohenfeld gelebt. Damals war er Wallfänger. Es lief nicht gut. Haben uns oft gestritten. Weil sie sich nicht verstanden haben. Kommunikation. Wollen um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Weißt du, als meine Frau und ich beschlossen, ja, zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihnen gestohlen. Und jetzt, nach all der Zeit, kann ich ohne es nicht zurückkommen. Ja, wo ist es denn? Da ist das Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in, den Bau, ja, in ihrem Bau gezerrt. Und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos. Ich weiß, aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß. Es ist aus Walfischknochen. Ich würde mir enorm viel bedeuten. Naja, okay, ich will mal nicht so sagen, ich suche danach. Danke, aber bitte sehr vorsichtig. Man weiß ja nie. So, was leuchtet hier hinter so schön? Was ist das da? Ein haufenloser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, bräuchte man eine sehr starke Sprengladung. Ja, die habe ich nicht. Flump. So, okay, ein Blick auf die Karte zeigt mir... Okay, hier ist was. Hier ist was drin. Und hier ist wahrscheinlich entweder hier ist der Aal zu finden oder ein Familienwappen. Entweder oder. Wir probieren es mal. Gondeln da mal rein. Eigentlich das Winter. Warten. Oh. Oh, nö, nö, nö. Na! No. Oh, was ist das? Boah, war das doch so ein Hundsfisch, so ein großer? Oh Mann. Was ist denn hier los? Ist ja nicht schön hier ein Sturmcliff. Wie du um heißen mag. So, er rumfahrt ein paar Löcher. Ja, wir werden ihn flicken. Ah, 60 Dinger. Ihr könnt natürlich auch um die Insel herum und dann von hinten rennen. Das werden wir machen. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht irgendwie fertig gemacht werde in der Nacht. Schlafen gehen wird immer attraktiver. Ja, gewesen, aber jetzt haben wir es gesagt, jetzt ziehen wir durch. Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Was ist denn das schon wieder? Warum werde ich hier von jeder Scheiße irgendwie belästigt? Warum die Axt? So, wenn ich hier jetzt rinfahren würde, könnte ich da... Nee, das ist mir irgendwie noch alles ein bisschen... Hey. Nehmen wir noch ein bisschen Holz, so tun wir uns mal. Wood is good. Beautiful. Nochmal so. Und, oh, nochmal schön, Forschungsteil. So, aber nochmal, das reicht doch erstmal, weil wir müssen ja auch irgendwie diesen Familienwappen noch mitbekommen. Wenn das so groß ist. Was ist das hier? Ist das hier so ein Aal? Mehr Aal, na bitte. Ena? Reicht Ena? Wollt ihr die Ena oder mehrere haben? Es passt alles nicht. Ich hab keinen Platz. Reicht es, wenn ich dir einen Aal mitbringe? Was meint er? Kann ich das irgendwie umlagern? Ja, dann halt geht halt heute verloren, was soll's.
Ich kann es nicht ändern. Ich kann es ja auch nicht ändern. So, warte mal, bring ich erstmal den Fisch zurück. Oh, auf jeden Fall eine Menge, was man nicht finden kann. Muss ich schon mal merken. So. So, ihr Lieben, wie gefällt euch denn das Spiel bis jetzt? So. Also ich muss sagen, ich bin sehr geflasht. Ich finde das sehr, sehr cool. Wie ist das so ein bisschen eigentlich nicht das unbedingt, was wir sonst hier so spielen? Aber... Ach, das ist doch falsche Ecke. Falsche, jetzt hätte ich den Ral fast verkauft hier. So, Einwohnerin von Unfell. Ich habe ein Meeraal. Lass mich mal sehen. Das ist zwar ein Meeraal. Ja. Aber er ist noch nicht reif genug. Wenn ich ihn jetzt mitnehme, wird der Hund ihn wieder schnappen, bevor es soweit ist. Bitte komm zurück, wenn er sich noch ein wenig... Oh, das warten, bis er vergammelt ist, Alter. Echt jetzt? Oh Mann. Er ist noch zu frisch. Ich glaube, ich spinne, ey. Na gut, okay, dann gucken wir mal hier die andere Ecke an. Was finden wir noch so? So, was haben wir da? Nee, kein Platz für. Hat auch keinen Platz für. Vielleicht hole ich nochmal hier so einen Fisch. So, neue Art zu angeln, okay. Ja, super. Ganz schau. Gut, dann muss ich doch erstmal wieder zu der Kleinen drüben, zu der fahrenden Händlerin und muss mal irgendwie erstmal das Holz loswerden und das eine Forschungsteil. Bisher noch nicht so meins, aber ich bin auch nur im halben Ohr dabei. Es gibt nur noch viel zu tun. Von der ersten Stunde angekommen. Ja, das ist dann recht. So, warte mal, hier erstmal. Verbauen. Zurück. Wir gehen aufs Schiffdock. Dort können wir das Holz noch verbasteln. 125 und damit ist alle bereit für den nächsten Rumpf. Sehr schön. Was ist denn bitte? Veredelt das Metall. Wo ist denn das zu finden? 500 Dinger, Alter. Boah. Kannst doch... Ja, aber... ja, kann ich. Aber nur, wenn ich unterwegs bin. Dann kann ich das ins Lager packen. Wenn ich jetzt so draußen bin, kann ich nicht... den Aal ins Lager packen. Leider. So. So, okay. Denn aber jetzt mach ich mal los. Vielleicht 12 Uhr noch was. Vielleicht schaffe ich das Familienwappen zu holen. Hat das jetzt ja noch gemutet, dass ich warte. Bei den meisten NPCs kann man aus seinem Lager zurückgreifen, okay. Gut, das lasse ich jetzt hier mal alles kurz mal links liegen, was hier alles liegt. Das werden wir nachher alles ablooten. Jetzt muss ich erstmal zu den Familienwappen. Oh Mann, Alter, ist überall fette Schätze, ey. So, okay, hier vorne noch rum und dann müsste eigentlich der Eingang perfekt sein. Na toll. Oder auch nicht. Eine Mauer. Sag mir bitte nicht, dass auf der anderen Seite ohne Mauer ist. Okay, noch besser. Was haben wir hier? Den Fußdeckel, ja, okay, hatten wir schon. Dreier krabbiger Kreaturen. Ach du Scheiße, hier muss man Krabben einfügen. Aha, okay, verstehe. Hm, cool. Aber schön, wir kommen hinten nicht rein. Hier muss ich jetzt wirklich komplett um das ganze Gedöns hier jetzt hier rum. Oh ne, hier haben wir keinen.
Nein, falsch. Oh, no, 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 es greift mich an. Nein, was mag denn hier für ein Mist? Der Druck ist so hoch. Wir haben eine Familienwappen. Wunderbar. Warum ist denn so duster? Oh, und? Können wir hinter den Wasserfall? Können wir dahinter? Können wir? Ja! Oh, wie geil! Cool! Nice! Oh, was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Hinteren Teil der Höhle liegt auf einem Haufen Schutt eine verrottete Truhe. Sieh hinein. Da haben wir das Edelmetall. Sehr cool. Und ein Sack voll Gold. Nehmen wir. Schönes Ding. Warte mal, das ist doch der Riemenfisch, oder? Na aber. Das ist doch der Riemenfisch. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie rauskommen. Ne? Mit heiler Haut. So, schönes Ding. Schönes Ding. Wir haben ein Familienwappen. Wir sind die geilsten. Gut. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir jetzt hier irgendwie der Loot flöten geht, indem ich hier in irgendwelche Klippen düse. Plötzlich. Ja. Aus dem Meer hinausschauen. Ist es eigentlich besser, die Lampe anzuhaben oder auszuhaben? Irgendwie. Oh, das hat sich schon erledigt, die Frage. Wenn ich jetzt hier irgendwo hinballere, dann hat sich das ja schon erledigt. Ja, nee, ist klar. Super. Läuft. Schön. Mann, Alter, krieg hier so auf den Arsch. So, wird wie, was? 90 Dinger, Alter. Ey, fühlt ihr mich hier nur gerade Kohle für Reparaturen aus? En masse Reparaturen. So, warte mal, was ist hier mit dem, ist mit dem ekligen Aal jetzt hier? Ist der jetzt schon gut oder was? Achso, warte mal. Mein Lager? Verrottet. Na, das sieht doch gut aus. Dann machen wir mal so. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Krieg ich mich hier irgendwie eingeordnet? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ach. Nee. Gut. Dann werde ich mal erstmal ganz kurz in die Stadt zurück. Also nicht in die Stadt zurück, sondern erstmal schnell zu Captain Nuschel Kaspar da hinten. Und werde ihm sein Familienwappen wiedergeben. Ich glaube tatsächlich, ist das dann mal dazu, das Ding drin zu haben, um schnell irgendwie wegzukommen. Also diesen Boost. So, mein Kleiner. Der Eremit. Na ja, kann ich für dich tun. Ja, weißt du, wie ich die Trümmer von dir wegschaffen könnte? Ja, das will ich als nächstes wissen. Ist das dein Familienwappen? Du hast es gefunden. Das hätte ich noch niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun, muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut. Und dass ich gerne nach Hause kommen würde. Naja, Sir, jane doch. Jane doch. Ah. Was soll ich nur für dich tun? So, weißt du, wie ich die Trümmer hier wegschaffen könnte? Ja, du wirst wahrscheinlich Sprengladungen für diese Felsen brauchen. Mein Bruder in Unfall hat früher welche hergestellt. Für den Walfang, verstehst du? Alter. Ein dreckiges Geschäft. Aber nun, da die Wale alle voll sind, ist er wohl nicht mehr im Geschäft. Okay, alles klar. Also werden wir wahrscheinlich von dem Bruder Sprengladungen erhalten.
Denn auf nach Unfell. Mein Auge da oben wirkt leicht dezent gestresst. Ganz dezent. Okay, so, zack. Angelegt. So, hier ist dein verrotteter Aal. Perfekt. Er ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. 150. Gute Fahrt. Super, alles klar. Und Lüchen. Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Was? Da habe ich nicht mehr gesehen. Also, das ist schön. Ich muss es. Es tut deinem Bruder leid. Lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Es geht ihm natürlich nicht gut. Dein Bruder muss wieder hierher kommen. Na komm. Ich weiß nicht, aber... Wir haben ihn ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut. Ich kann in meiner eigenen Werkstatt wohnen. Wenigstens vorerst. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um aufzuholen. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, seine Haare inzwischen der Klippe Trümmer zu beseitigen und seine Art die Abgasung zu schaffen. Sprengstoff. Könnte eine Sprengladung passieren, aber die Klippen scheinen mir besonders instabil zu sein. Dann war ich nicht, sie zu finden. Du müsstest nur ihn einfach zünden. Bis ich weit. Ich habe ein paar gelbe Fahnen angebracht. Und konnte ihn verfehlen. Na denn? Dann nehmen wir her den Stuff. Hab ich jetzt. Hab ich jetzt. Ich hab ja keine Sprengladung. Wie kriegt der eine Sprengladung? Ja, ich. Sprengladung, Kumpel. Sie hat nicht zum. Hallo? Hä? Ja, ich glaube, der Bruder muss gleich transportiert werden. Keine Frage. Und zwar senkrecht. So, was ist jetzt? Warte mal kurz. Hier vorne ist das Ding mit der Abkürzung, aber ich habe keine Sprengladung. Ich verstehe nicht. Warte mal. Also er sagt, er hat gelbe Fahnen positioniert. Ein Haufen loser Trümmer, um sie wegzuschaffen, brauche ich eine starke Sprengladung. Ja, ich weiß. Okay, ich fahre jetzt mal rein und tu mal so, als hätte ich eine Sprengladung dabei, oder was? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so random passiert. Ja, immer schön. Ah so, und sprengen bitte. Du zündest die Lunte. Okay, alles klar. Trümmer zerbröseln, du solltest dem Walfänger Bescheid geben. Schnell weg. So, Hammer. So, jetzt kann ich dem alten Zauselbart sagen, irgendwie, der Durchgang ist frei. Und jetzt wird er bestimmt sagen, okay, meine Werkstatt ist sauber, dann kannst du Atze rüberholen. So denke ich, dass das laufen wird. Hast du geschafft? Ja, nichts Besonderes hier. Als Gott, diese Echo. Überrascht mich, dass ihr die Klippen in den Kopf gewandelt. Ihr seid bereit. Wir gehen, sagt mein Bruder, der heute kommen kann. Alles klar. So, wie sieht überhaupt mein Boot aus? Oh, die Lampen sind am Arsch. Jetzt aber schnell. Du, aber flink. So, kleiner Eremitenbruder. Komm schnell mit. Na ja. Dein Bruder vergibt dir. Er hat eine Bleibepflicht gefunden. Er hat zugestimmt. Das fällt mir ein riesiger Stein von der Brust. Der sonst so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut. Ich habe gepackt. Ich bin abreisefertig. Jetzt einfach aus Prinzip. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habseligkeiten an Bord. So, knipp, 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 knipp. So, ab nach Unfell. Und flach gelegt, genau.
So, zack. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, bist du zu Hause? Es tut mir leid. Ich war so dumm. Was haben wir bei Hilfe? Komm mal rein. Lass mich deine Tasche nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von den beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh, Fremder. Wir müssen noch mehr Trümmer finden, die übersehen werden müssen. Ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfängerstation. Oh. Hier, Nidos Haus, für deine Hilfe. Ah, schön, wir haben eine Sprengladung bekommen. Ich hoffe, das verbinden dafür. Weil der Masse nicht ist. 40 Dinger dafür. 40 Tacken will er dafür haben, okay. Ja, damit können wir natürlich auch bei unserer alten Insel eine Menge erstmal frei machen. Aber als allererstes, bevor ich jetzt hier massiv in Sprengladung investiere, repariere ich erstmal schnell mein Schiff, weil ich glaube noch einen Ditcher und ich bin platt. Denn muss ich unbedingt angeln, ich brauche Kohle. Dinger. So. Denn auf geht's, angeln. Okay, cool. Was krass. Mann, was für ein Schauspiel hier, ey. Oh, Lachs. Nein. Der sieht gut aus. Oh, und... Und Fangplatz ist leer. So ist auch wieder duster. Okay, alles klar. Dann mach ich jetzt mal kurz Wege hier. Fahr mal gleich ran. Lachs verkauft. Eieieiei. Gibt es natürlich in der Ecke auch eine Menge Baumaterialien, mit denen man... Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich ja nicht hin. Mit dem man natürlich jetzt seine Sachen aufrüsten kann. Vielleicht einen stärkeren Burghofen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. 83 Dinger. Viel ist nicht. Viel ist nicht. Okay, lass mich mal losdüsen. Hier vorne war nämlich... Oh, was da vorne leuchtet. Da düsen wir hin. Das heißt, vielleicht Mutantenfisch. Ach Gott. Schwarzer Sägebarsch. Oh, okay. Ein Schlafbarsch. Wirbelnde Formen in wulstig milchigen Augenäpfeln. Ein Lichtscheuer Geselle. Perfekt gerüstet für die Jagd unter Wasser. Sehr schön. Okay, haben wir noch irgendwo was, wo man mal kurz einen kleinen Abstupper machen kann? Uiuiui. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Vielleicht bringe ich wohl erstmal kurz mal meine Ware wieder zurück. Und ich möchte betonen, dass wir bis jetzt immer noch nicht einmal geschlafen haben. 86, Mann, Alter, da muss ich viel hin und her fahren. Verdammt. Hoi. Plötzlich ist so eine Felsformation vor mir hier. So, warte mal, hier waren nämlich... Oh, was haben wir denn hier vorne? What is this? Das ist doch ein Forschungsteil, oder? Forschungsteil gefunden. Wunderbar. Sehr schön. So, das könnten wir wegsprengen. Könnten wir. Machen wir jetzt aber noch nicht. So, jetzt denn da hin? Achso, jetzt auch wieder...
Ihr könnt ja mal hier eine. Steinfisch. Das ist aber ein hässlicher Biest, Alter. Nein. Nein. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nischt wie weg. Mann, und schon wieder hat er mich erwischt. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Was denn jetzt? Schon? Nochmal? Was hat mich denn jetzt erwischt? Ach so, ich hab den Motor überheizt, ne? Oh, das ist doch... Mann. ...90 Dinger, ey. Für eine Ausbeute von 66, das ist so... Ist ein bisschen wittrig. So, wir brauchen jetzt mal ein paar große Fische hier. Müssen wir ein paar Marline oder ein paar Haie finden jetzt. Das kleine Popier Piranhas oder was? So, was haben wir hier? Wo ist das? Ach, schon wieder so ein hässlicher Viecher. Die bringen irgendwie aber auch nicht so viel, glaube ich. So, was haben wir hier? Kleiner Fisch, kleine Fische. Wir wollen die großen haben. Die großen. Nirgends, wa? Naja, war klar. Das war so klar. Wenn Stiefel mal ein paar Fische braucht. Und die wenige Beute, die wir haben, die wurden infiziert. Womit habe ich das verliert? Oh, warte mal, wir könnten hier vorne, könnten wir mal die Barriere wegsprengen, weil da leuchtet das ja so schön. Was haben wir denn da? Ein Schiffswrack. So, ein Haufen loser Trümmer. Die lassen uns mal wegräumen. Benutze Sprengladung. Und zündest sie. Die Trümmer zerbröseln. Oh, ein Schatz. Sehr schön. Den holen wir uns. Ein paar Ohrringe. Na, wie schön. Sehr schön. Ah, ist das die Spieluhr? Das zweite Relikt, meine Damen und Herren. Wir haben das zweite Relikt gefunden. Sehr schön. Oh, ein schön mutierter Lachs. Und die Dunkelheit kommt.